Herzlich willkommen zum Dresdner Industriegespräch. Mein Name ist Matthias Lehr von Global Founders Dresden. Die Gastgeber des heutigen Abends sind Frau Zoll und Herr Dohrmann von der DPG-Zentrale, Herr Peters und ich als Moderatoren. Wir sind aus dem Dresdner Organisationsteam der Industriegespräche. Wir sind aus dem Arbeitskreis Industrie und Wirtschaft der DPG. Und freuen uns über die sehr große Zahl von Interessenten. Das ist ganz toll. So, der Ablauf wird so sein, dass wir den Vortrag von Herrn Brunner aufzeichnen werden. Und später wird er auf dem DPG-YouTube-Kanal zu sehen sein. Das ist schon mal eine schöne Sache, weil das bei den letzten Vorträgen nicht der Fall sein konnte. Der Vortrag selber wird ungefähr eine Stunde dauern. Danach haben wir noch Gelegenheit, Fragen zu beantworten. Die Fragen stellen Sie bitte über das F&A-Tool oder auf Englisch Q&A. Dort werden wir uns die Fragen auslesen und versuchen, möglichst viele zu stellen. Ich vermute aber, dass wir nicht jede Frage beantworten können, weil wir sonst Mitternacht noch sitzen werden. Aber wir wollen viele Fragen beantworten. So, Dr. Jürgen Brunner, zugeschaltet aus Marseille. Neutrino-Angeln in der Tiefsee. Jetzt sieht man hier zum Lebenslauf von Herrn Brunner. Er hat von 83 bis 88 Physik an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Diplom- und Doktorarbeit führte er durch am Institut für Hochenergiephysik der Akademie der Wissenschaften in Zeuthen. Das ist eine kleine Stadt bei Berlin. Heute gehört das zum DESY in Hamburg. Dort gab es den ersten bewussten Kontakt mit Neutrinos. Und seitdem arbeitet er an Neutrinos. Also insofern ist sein Berufsleben eine Geschichte der Verbindung zu Neutrinos. Und außerdem hat er sich berufsmäßig immer weiter nach Süden vorgearbeitet. Von Berlin ging es nach der Promotion nach Genf ans CERN. Dort arbeitete er an Neutrino-Oszillationen, Neutrinos als Dark Matter. Und seit 1998 ist er in Marseille an dem Zentrum für Teilchenphysik des CNRS, hat sich dort habilitiert und ist der technische Koordinator des Antares-Projekts. Okay, ich freue mich sehr über diesen Vortrag und Bühne frei, Jürgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Eigentlich hätte ich gerne jetzt ein paar Worte gesagt, wie schön es ist, hier in Dresden zu sein. Es ist eine wunderbare Stadt, immer eine Reise wert. Aber das muss warten bis in eine hoffentlich nicht zu ferne Zukunft. So, jetzt versuche ich mal meinen Bildschirm zu... Dann fangen wir also an mit dem Vortrag Neutrino-Angeln in der Tiefsee. Zunächst ein paar Worte zur Geschichte der Neutrinos. Die wurden 1930 von Pauli vorgeschlagen, um das Problem der scheinbaren Verletzung der Energieerhaltung beim Beta-Zerfall zu lösen. Der Beta-Zerfall gibt ein kontinuierliches Elektronenspektrum im Gegensatz zum Alpha- und Gamma-Zerfall, wo man monoenergetische Teilchen hat, mit einer Maximalenergie, genau dem Energiedifferenz entspricht, die man erwarten würde. So, er schlug also vor, dass dabei ein sehr leichtes, deutlich leichter als Elektron und neutrales Teilchen entstehen muss, das er noch nicht Neutrino nannte, das wurde dann wenige Jahre später von Fermi als kleines neutrales in italienischen Neutrino getauft. Heute wissen wir, dass bei dem Prozess, der angegeben ist, ein Anti-Elektroneutrino entsteht. Pauli hatte bei diesem Vorschlag ein bisschen Bauchschmerzen, weil es war relativ schnell klar, dass diese Neutrinos extrem schwach wechselwirken und er befürchtete, dass er hier ein Teilchen vorschlägt, was man nie nachweisen können wird. Um ein Alpha-Teilchen aufzuhalten, reicht ein Blatt Papier, für ein Beta-Teilchen ein paar Millimeter Aluminium. Bei einem Gamma-Quant sind es einige Zentimeter Blei,
aber wie sich dann in der ersten Theorie der schwachen Wechselwirkung von Fermi wenige Jahre später herausstellte, muss man Lichtjahre von Bleil, einem Neutrinostrahl von MeV-Neutrinos, in den Weg stellen, um es aufzuhalten. Und es gab keine intensiven Neutrino-Quellen zu der Zeit und tatsächlich waren 30er Jahren der Nachweis aussichtslos. Man musste also warten, bis man eine extrem intensive Neutrino-Quelle hatte. Diese standen in 50er Jahren zur Verfügung mit Kernreaktoren, die enorme Mengen Neutrinos produzieren. Und da reichte dann Cohen und Reins dieses Tabletop-Experiment Poltergeist, ein Scintillator, der von Photomultipliern ausgelesen wird, um Neutrinos nachzuweisen, gerade mit dem inversen Prozess dieses Beta-Zerfalls, das wir vorher gesehen haben. Dafür gab es fast 40 Jahre später den Nobelpreis für Reins. Cohen war da leider bereits verstorben. Wenige Jahre später gelang es dann auch, Neutrinos an Beschleunigern zu erzeugen. Man beschleunigt Protonen, schießt sie auf ein Target. Da entstehen dann sekundäre hadronische Teilchen, unter anderem Pionen. Diese kann man magnetisch bündeln, in ein Zerfallsrohr senden, wo sie weiter zerfallen zu Myonen und Neutrinos. In einige hundert Meter weiter unten hat man einen Detektor, der dann wieder einige dieser Neutrinos auffängt. Dabei fiel auf, dass sich die Neutrinos irgendwie zu erinnern schienen, dass sie mit Myonen gemeinsam erzeugt wurden und sich wieder in Myonen umwandelten. Für dieses Konzept der Neutrinostrahlen und für die Entdeckung der Neutrino-Flavor gab es auch für die drei Ledermann, Schwarz und Steinberger den Nobelpreis 1988, kurioserweise 7 Jahre bevor der Nobelpreis für die Entdeckung der Neutrinos vergeben wurde. Heute wissen wir, dass es drei Familien in allen Fermionklassen gibt, sowohl bei den beiden Quarktypen als auch bei den geladenen Leptonen. Und zu jedem geladenen Lepton gibt es ein Neutrino, was seinen Partner sozusagen im Namen trägt. Elektronen, Myonen und Tau-Neutrino. So, warum sollte man nun mit den Neutrinos Astronomie betreiben? Nun, erstmal kann man ganz allgemein feststellen, jedes Mal, wenn man ein neues Fenster zum Universum geöffnet hat, gab es einen Zuwachs an Wissen und neue überraschende Entdeckungen. Es ging mit dem sichtbaren Licht los, dann wurde das elektromagnetische Spektrum erweitert bis in den Radiobereich bei längeren Wellenlängen. Bald kamen auch die kürzeren Wellenlängen mit Röntgensatelliten. Heute haben wir bis in den hohen Gamma-Bereich mit den abbildenden Cherenkov-Teleskopen ist der erforscht. Und in den letzten Jahren gab es auch einen völlig neuen Boden, nämlich die Gravitationswellen, die jetzt auch interessante neue Erkenntnisse bieten. Also warum nicht auch hier eine Himmelskarte der Neutrino, die man dann mit den anderen zusammentun kann, erzeugen. Ein weiterer Vorteil der Neutrino ist, dass sie neutral sind, ähnlich wie die Photonen. Damit direkt zu Quellen zurückzeigen, im Gegensatz zu den geladenen kosmischen Teilchen. Weiterhin können die Photonen absorbiert werden auf dem Weg oder bereits in dichten Quellen, was nicht der Fall ist für Neutrino, was sie zu optimalen Boten aus besonders extremen Zonen des Universums macht. Wenn man zum Beispiel ein Foto im sichtbaren Licht vom Zentrum unserer Galaxie nimmt, sieht man nicht viel, weil das durch Staubwolken blockiert ist, der Blick. So, und das bringt uns zu dem Geheimnis der kosmischen Strahlung, die eine weitere Motivation für die Neutrino-Astronomie sind, nämlich diese geladenen Teilchen, von denen gerade schon die Rede war. Das Spektrum der kosmischen Strahlung ist über 13 Größenordnungen gemessen, ist ein relativ simples und strukturloses Spektrum mit einer Potentialstruktur, die man durch Schockwellenbeschleunigung erklären kann. Hypothesen für Quellen für das Spektrum existieren, aber ein direkter Nachweis ist bisher nicht gelungen. Diese kosmischen Strahlen können Energien erreichen, die deutlich höher ist als die am LHC. So, die Strahlenergie am LHC sind 7 TeV. Und selbst wenn man die Schwerpunktsenergie nimmt, kommt man zu höheren Energien bei Wechselwirkungen mit den Atomen der Atmosphäre hier. So, die Stoßwellenbeschleunigung, wie funktioniert die? Nun, man kann sich das vorstellen wie ein Tischtennisball, der zwischen zwei Wänden hin und her springt. Wenn sich die Wände nicht bewegen, würde das ewig tun, wenn man die dissipativen Energieverluste vernachlässigt. Wenn sich nun die Wände aufeinander zubewegen, dann wird er bei jeder dieser elastischen Streuungen ein bisschen der Wandenergie absorbieren und immer höher energetisch werden. Irgendwann würde er an die Wände durchbrechen und davonfliegen. So, in den astronomischen Beschleunigern
Neben Elektronen und Protonen, im Allgemeinen geladene Teilchen, die Rolle dieses Balls. Eine der Wände könnte zum Beispiel das Plasma einer sich ausdehnenden Explosionswolke eines Supernova-Remnants sein. Die zweite Wand, das umgebende Material, auf jeden Fall, das in einer anderen Relativgeschwindigkeit ist. Der elastische Stoß wird durch Magnetfelder ausgelöst, die sozusagen die Bewegungsrichtung dieser geladenen Teilchen umkehren können und sie zwischen diesen beiden Plasmapopulationen hin und her schicken. Das war eine Theorie, die auch von Fermi entwickelt wurde. Deswegen spricht man auch von Fermi-Beschleunigung. Man kann auch die Grenzenergie berechnen, wo dann die Teilchen ausbrechen. Die ergibt sich aus den Magnetfeldern, die dort herrschen. Und dann kann man die Larmor-Frequenz für die Teilchen berechnen. Und wenn diese die Größe dieser Schockfront übersteigt, dann ist eine Grenzenergie erreicht. Für Supernova-Remnants ist diese Grenzenergie bei etwa 10 hoch 16 Elektronenvolt erreicht, wobei die Stoßwellen hier mit dem interstellaren Medium stattfinden. Um Missverständnisse zu vermeiden, es geht hier nicht um die Supernova-Explosion selbst, die ja nur einige Sekundenbruchteile oder Sekunden dauert, je nachdem, welchen der Prozesse man anschaut, aber um die Ausdehnung der Explosionswolke ins umgebende Medium, die für Jahrhunderte oder Jahrtausende anhalten kann und zu sehr hohen Beschleunigungen an diesen Stoßwellen führen kann. In dem Bild gezeigt ist ein klassisches Beispiel dafür, der Krebsnebel, der die hellste Quelle am Gamma-Himmel ist und der für neue Gamma-Teleskope sozusagen als Standardkerze gilt, an der man seinen Apparat eichen kann. Er wird im Zusammenhang gebracht mit einer Supernova-Explosion aus dem Jahr 1054. Wenn man zu noch höheren Energien gehen will, muss man zu noch kräftigeren Beschleunigern schauen. Das sind die Kerne aktiver Galaxien. Wir wissen, dass in allen Galaxien praktisch vermutlich ein superschweres schwarzes Loch mit vielen Millionen bis Milliarden Sonnenmassen existiert. Aber zum Beispiel in unserer eigenen Galaxie hat dieses schwarze Loch die umgebende Materie bereits komplett aufgebraucht. Aktive Galaxiekerne zeichnen sich dadurch aus, dass noch Materie vorhanden ist, die dann in einer solchen Akkretionsscheibe in einem Wirbel beschleunigt wird und auf das Loch zufällt. Ein Großteil davon wird natürlich verschlungen, aber ein Teil davon wird in diesen polaren Jets dann wieder ausgestoßen. Und das sind extreme Punkte für diese Schockwellenbeschleunigung bis hin zu höchsten Energien. Auf der linken Seite sieht man einen Kandidat dafür, das ist die Radiogalaxie Cygnus A, die wiederum eins der hellsten Objekte am Radiohimmel ist, hier in einer Überlagerung von verschiedenen Wellenlängen sichtbaren Licht mit dem Gamma-Strahlen in Blau und mit diesen Radiolobes der Jets in Rot. Die Jets selbst sieht man als ganz feine Linie hier in der Mitte. So, was kann da nun beschleunigt werden? Können einerseits Elektronen beschleunigt werden, die können Synchrotronstrahlung im Röntgenbereich abgeben oder die können dann wieder mit einem solchen Synchrotron-Quantwechsel wirken, einen inversen Compton-Prozess durchlaufen, bei dem sie hochenergetische Gamma-Quanten abstrahlen. Ein Proton kann dieselben Prozesse eingehen, mit einem Synchrotron-Quant ein P0 erzeugen, das in ein hochenergetisches Gamma-Quant zerfällt, aber es kann auch wieder geladene Pionen entstehen und diese wiederum können zerfallen in Myonen und Neutrinos. Und die Myonen können dann weiter zerfallen wiederum in Neutrinos. Das heißt, aus der Elektronenbeschleunigung bekommt man Röntgenstrahlen und Gammas, aus der Protonenbeschleunigung die berühmten kosmischen Strahlen, um die es eher ging, hochenergetische Gammas und Neutrinos. Das heißt, Neutrinos sind klare Indikatoren, dass man mit einer Neutrino-Quelle gleichzeitig einen Beschleunigungsort für diese kosmischen Strahlen gefunden hat. So, wenn die kosmische Strahlung schließlich auf die Erdatmosphäre treffen, wechselwirken sie wieder, und zwar mit den Atomen in der Atomkern in der hohen Atmosphäre, wie hier dargestellt in diesem Schema, und erzeugen einen Schauer an Sekundärteilchen. Diese Schauer können elektromagnetischer Natur sein, wie hier. Es sind Bruchteile von den Kernen oder unstabile Teilchen wiederum wie Pionen. Und aus den Pionen können im Zerfall wieder Myonen und Neutrinos entstehen. Diese atmosphärischen Neutrinos sind einerseits ein Untergrund für die Neutrino-Astronomie, den man nicht eliminieren kann, selbst wenn man in große Tiefen geht und die aus allen Richtungen kommen. Gleichzeitig sind sie auch ein Signal für das Studium der Neutrino-Eigenschaften. Weiterhin hat man es mit den Myonen zu tun, die hier als durchgehende rote Linie gezeichnet sind, die immer noch bis in große Tiefen
existieren und auch bei Tiefseeinstallationen die Triggerrate der Datenauslese dominieren. Wenn man sich anschaut, wie als Funktion der Beobachtungsrichtung diese verschiedenen Beiträge aus der Atmosphäre sich zusammenaddieren, dann sieht man, wenn man nach oben schaut, ist das dominiert, selbst in 2000 Meter Meerestiefe durch diese atmosphärischen Myon. Nur wenn man nach unten schaut, dann sind diese verschwunden und man ist dominiert durch die atmosphärischen Neutrinos, die in erster Näherung ein isotropes Spektrum hier bilden. Nun könnte man sagen, es ist einfach, man guckt einfach nur nach unten. Allerdings muss man immer noch sicherstellen, dass die Rekonstruktionsmechanismen der Spuren oder der Schauer so gut funktionieren, dass man auch nicht im Subprozentbereich falsche Rekonstruktionen dieser nach unten gehenden Myons bekommt. So, wie begann die Neutrinoastronomie? Nun, die ersten Ideen gab es bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ein erster großer Kubikkilometer großer Detektor war vor Hawaii geplant. Hier eine Zeichnung davon, der sollte über 20.000 optische Module mit Fotomultipliern enthalten und in 4 Kilometer Meerestiefe installiert werden. Nach etlichen anfänglichen Tests wurde das Projekt schließlich 1995 aufgegeben und wurde nie komplett gebaut. Die ersten wirklichen Beobachtungen zur Neutrinoastronomie fanden stattdessen unter Tage statt. Das war einerseits in der Kamioka-Mine, wo man einen Detektor, ein hochreines Wasserbassin, was von Fotomultipliern ausgelesen wurde, zur Untersuchung des Nukleonzerfalls gebaut hatte und einen ähnlichen Detektor in den USA. Beide waren im Betrieb von Anfang der 80er Jahre bis etwa Mitte der 90er Jahre. Da dieses Konzept sehr erfolgreich war, gab es in Japan dann einen Upgrade. Man hat einen 10-fach größeren Detektor gleichen Konzepts gebaute Super Kamiokande. Dieser ist seit 1996 aktiv mit 13.000 Fotomultipliern bestückt und er liest 50 Kilotonnen hochreines Wasser aus. Eins der ersten das Konzept hier ist im MEV-Bereich, dass man die Neutrinos ein Elektron aus der Atomhülle herausschlagen. Dieses Elektron fliegt dann in etwa in die Richtung des Neutrinos weiter und lässt an den Wänden, an den Photomultiplier in den Wänden ein Lichtsignal. Und eins der ersten astronomischen Quellen, das man damit studiert hat, war die Sonne. Im Zentrum unserer Sonne herrschen 15 Millionen Kelvin Grad. Und dort findet die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium statt. Hier ist nur der Hauptzweig angezeigt. Es gibt komplexere andere Zweige, die höherenergetische Neutrinos auch erzeugen. Aber an bestimmten Stellen in diesem Prozess muss ich ein Proton und ein Neutron umwandeln und dann werden Neutrinos emittiert. Diese Neutrinos verlassen sofort den Sonnenkern, erreichen die Sonnenoberfläche nach 2 Sekunden und nach weiteren 8 Minuten die Erde, während die Photonen durch Konvektion und Diffusion 10.000 Jahre brauchen. Das heißt, der Nachweis dieser Sonnenneutrinos war ein ultimativer Nachweis, dass tatsächlich diese Kernfusion im Innern der Sonne stattfindet. Und das ist das Bild, so das erste Objekt, was man in Neutrinos am Himmel gesehen hat. Das Bild der Sonne in Neutrinos, in dem Fall hier vom Super Kamiokande-Detektor aufgezeichnet, wobei eine hellere Farbe heißt, in diesem Bild hat man mehr Neutrinos gesehen. Die Winkelauflösung in diesem Energiebereich ist nicht sehr groß, sind einige Grad. Der kleine blaue Kreis gibt an, wie groß die Sonne wirklich ist im sichtbaren Licht. So, das zweite Objekt in dieser frühen Phase der Neutrinoastronomie war ein Glücksfall, war eine Supernova, die in der großen Magellanischen Wolke ausbrach 1987. Hier sieht man die Supernova, die hier noch nicht zu sehen ist. Und das ist im Prinzip in unserem Vorgarten, wenn man in extragalaktischen Dimensionen spricht, 160.000 Lichtjahre ist die nächstgelegene beobachtete Supernova seit 400 Jahren. Die letzte war 1608 in unserer eigenen Galaxie, die Kepler beobachtet hat. Und die nächste große Galaxie ist die Andromeda-Galaxie mit 2 Millionen Lichtjahren, noch deutlich weiter entfernt. Sowohl IMB als auch Kamiokande haben zu dem Zeitpunkt Daten genommen. Hier sieht man die Datennahme in Anzahl von aktiven Fotomultipliern in Kamiokande. Und man sieht klarerweise diesen Peak, der durch diesen diese Neutrino-Welle des Supernova-Aufbruchs gegeben war über dem Rauschen. Nachdem man alle Daten analysiert hatte,
hat man schließlich 24 Neutrinos von drei verschiedenen Experimenten gefunden, die politisch völlig korrekt über den Erdball verteilt waren, in Japan, USA und in der ehemaligen Sowjetunion, im Energiebereich zwischen 10 und 50 MeV. Die meisten davon in den ersten 2 Sekunden, aber auch mit einem abfallenden Bereich bis hin zu 12 Sekunden. So, dafür gab es ebenfalls den Nobelpreis 2002, diesmal für die Öffnung des Neutrino-Universums, Neutrino-Fensters zum Universum, für den Spokesperson der Kamiokande-Kollaboration und einen der Pioniere der Sonnenneutrino-Nachweis mit radiochemischen Methoden, Raymond Davis. So, wie ist nun die Gesamtsituation der Neutrinos, wenn man alle Daten, die man heute hat über Neutrinos, zusammennimmt? So, das ist das Spektrum der Neutrinos über mehr als 20 Größenordnungen in Energie und fast 30 Größenordnungen im Fluss. Ganz links außen bei den kleinsten Energien hat man das perfekte Schwarzkörperspektrum der Reliktneutrinos, die unmittelbar nach dem Urknall, etwa eine Minute nach dem Urknall am Ende der primordialen Nukleonsynthese, sich entkoppelt haben von der Materie und die das ausmachen, weshalb sie heute als zweithäufiges Teilchen im Universum vorkommen, mit etwa 300 pro Kubikzentimeter im ganzen Universum. Dieser Anteil der Neutrinos wurde bisher noch nicht nachgewiesen, weil sie so geringe Energien haben, dass bisher kein Konzept bekannt ist, wie man ihrer habhaft werden könnte. Dann bei MeV-Energie haben wir hier die Sonnenneutrino-Spektrum, hier auch der Zweig mit den Bohr-Neutrinos, die höher energetische, aber wesentlich weniger Neutrinos liefern. Und hier dieser Peak-Bereich, der gibt diese 60 Milliarden Neutrinos pro Quadratzentimeter pro Sekunde, über die manchmal im Zusammenhang mit Sonnenneutrinos spricht. Des Weiteren ist ja angegeben auch die Kurve einer Supernova, hier diese von 1987, Radioaktivität aus dem Erdinnern und das Spektrum eines in der Nähe befindlichen Kernreaktors. Dieser Teil hier, der als C bezeichnet ist, wäre der integrale Spektrum aller Supernova, die in der Geschichte des Universums explodiert sind. Der ist bisher noch nicht nachgewiesen, wird aber in den nächsten Jahren vermutlich passieren. Alle diese Teil kann man, wie gesagt, mit diesen Untergrunddetektoren sehr gut messen, wie wir es eben gesehen haben, Sonnenneutrinos, Supernova-Neutrinos. Aber die untere Limit ist hier, dass sie zu klein sind, um diese sehr schwachen Flüsse, die wir bei den hohen Energien haben, dafür genügend Ereignisraten aufzubringen. Da muss man dann zu größeren Detektoren kommen und da kommt die Tiefsee und das Eis ins Spiel, wo man Kubikkilometer große Detektoren, also Gigaton-Detektoren haben kann. Die Instrumentierung dieser großen Detektoren ist wesentlich weniger dicht als die der Untergrunddetektoren. Dadurch ist die Energieschwelle höher, bei einigen GeV bis einige Dutzend GeV. Aber man kann komfortabel dieses gesamte Spektrum der atmosphärischen Neutrinos messen und man will dann auch schließlich diese astrophysikalischen Neutrinos, die bei einigen Dutzend oder Hunderten TeV ins Spiel kommen, die will man letztlich messen mit dieser Technik. Wenn man zu noch höheren Energien gehen will, dann muss man völlig andere Techniken anwenden, wie die Radiodetektion oder akustische Detektion, über die ich hier nicht sprechen werde. So, wie funktionieren Neutrino-Teleskope? Nun, das Grundprinzip ist in diesem kleinen Film sehr schön dargestellt, den Alexander Kappes 2005 zusammengestellt hat. Wir verfolgen ein Neutrino, das aus den Fernen des Universums zur Erde fliegt. Es durchdringt die Erde, ohne zu wechselwirken. Auf der anderen Seite kommt es aus dem Untergrund. Durch Zufall trifft es auf einen Atomkern, wandelt sich in ein geladenes Lepton um, das sich mit über Lichtgeschwindigkeit durchs Wasser bewegt, dadurch einen blauen Lichtkegel hinter sich herzieht. Und einige dieser Photonen werden von den dreidimensionalen Photomultiplier-Array, das im Wasser ausgebreitet ist, detektiert. Diese Ankunftszeiten muss man mit Nanosekundenpräzision messen, um daraus den Lichtkegel und die Richtung dieses Teilchens rekonstruieren, das praktisch kollinear mit dem Neutrino läuft in diesen Energien.
So, weil bei dem Wort Überlichtgeschwindigkeit einige hellhörig werden, nochmal ein Wort dazu. Es geht hier um die Lichtgeschwindigkeit im Medium und die Lichtgeschwindigkeit im Wasser ist nur 65% der Vakuumlichtgeschwindigkeit aufgrund des Brechungsindex von 1,35. Die geladenen Teilchen bewegen sich aber quasi mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit, also mit 99,99% davon. Das ist also der äquivalente Effekt zum Überschallknall im elektromagnetischen Spektrum. Normalerweise ist das mit bloßem Auge nicht zu sehen, aber wenn man sich zum Beispiel einen wassergekühlten Kern eines Kernreaktors anschaut, da kann man tatsächlich dieses blaue Leuchten auch mit bloßem Auge erkennen, wenn man so nah rankommt an diesen Kern. So, jetzt haben wir in dem Film gesehen, dass sich das Neutrino umgewandelt hat in ein Teilchen, was ein sehr weites Spur gezogen hat. Das kann sich nur um einen Myon gehandelt haben. Das ist sozusagen der Königskanal, der für die Myon-Neutrinos und die geladenen Stromreaktionen stattfindet. Das Myon kann tatsächlich im Wasser bei den Energien, um denen es hier geht, hunderte GV oder TV, viele hundert Meter oder sogar Kilometer zurücklegen und dabei den gesamten Detektor durchqueren. Man wird es als Spur rekonstruieren. Das ist also einer der Kanäle, in denen man diese Neutrino-Wechselwirkung rekonstruiert als lange Teilchenspur. Alle anderen Wechselwirkungen erzeugen andere Teilchen, Elektronen, Taus oder die Bruchstücke der Kerne, Pionen, Protonen, Neutronen, die nur sehr kurze Flugstrecken haben, dann ihre Energie an andere Teilchen abgeben und sozusagen einen kurzlebigen Teilschauer erzeugen, der nur wenige Meter lang ist, in der Regel sehr viel kleiner als sozusagen der Abstand zwischen den Detektorelementen. Deshalb braucht man hier eine andere Rekonstruktionsmechanismen, wo man einen Detektorschauer rekonstruiert. Die Richtung kann nur noch über die Emissionsrichtung dieser Photonen erzeugt werden, nicht mehr über den gesamten Hebelarm der Myonstrecke. Deshalb ist die Winkelauflösung in der Regel deutlich schlechter für diesen Kanal. Dafür ist die Energieauflösung besser, wenn man praktisch eine kalorimetrische Messung der Energie im Innern des Detektors stattfindet. Und dann darf man nicht vergessen, dass man immer noch den Untergrund hat von den atmosphärischen Myonen, die in hoher Anzahl von oben in den Detektor hereinkommen. So, wie kann man nun ein kosmisches Neutrino-Signal finden in diesem Untergrund von atmosphärischen Neutrinos und eventuell missrekonstruierten atmosphärischen Myonen? Nun, es gibt zwei grundsätzliche Methoden. Das eine ist, dass man auf eine Akkumulation von Neutrinos aus einer bestimmten Himmelsrichtung schaut, dann sollte dort wohl eine Neutrinoquelle sein, so ähnlich wie man einen hellen Stern von dem Dunkeln des Nachthimmels unterscheiden kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass man eine Spektralanalyse durchführt und die Energie der Neutrinos aufträgt. Wir haben gesehen, dass das atmosphärische Spektrum sehr steil entsprechend eines Potentialgesetzes abfällt, während man annimmt, dass das Signal ein härteres Spektrum folgt und irgendwann bei sehr hohen Energien dominiert. Dann gibt es natürlich noch weitere Optionen. Man kann Korrelationen mit externen Beobachtungen im elektromagnetischen Spektrum mit benutzen, sowohl in der Richtung als auch in der Zeit, falls es sich um transiente Phänomene handelt. Gamma-Ray-Bursts sind ein klassisches Beispiel, die nur wenige Sekunden dauern. Wenn man also ein Neutrino aus derselben Richtung und zum selben Zeitpunkt wie ein Gamma-Ray-Burst sieht, dann ist es wie ein Lottogewinn, weil das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Zufallstreffer handelt, sehr gering. Das Physikprogramm von Neutrino-Teleskopen ist allerdings noch sehr viel reicher. Man beteiligt sich hier auch an einem Frühwarnsystem für galaktische Supernova, die einmal pro Jahrhundert auftreten sollten. Neutrino-Oszillationen können mit hoher Präzision basierend auf diesen atmosphärischen Neutrinos untersucht werden. Eine Neutrino-Tomographie der Erde kann gemacht werden, da ja die Neutrinos die Erde durchdringen. Oder man kann kosmische Strahlen selber von dem Untergrund der nach unten fliegenden atmosphärischen Myonen untersuchen. Und man kann viele exotische Modelle für Erweiterungen des bestehenden Standardmodells untersuchen, Suche nach sterilen Neutrinos, Nicht-Standard-Erweiterungen der schwachen Wechselwirkung. Ein wichtiger Punkt ist auch die Suche nach dunkler Materie, die sich in massiven Objekten ansammeln kann, wie im Zentrum der Sonne oder im Zentrum unserer Galaxie. Auch die Suche nach exotischen Teilchen wie magnetischen Monopolen
oder exotischen Erweiterungen der Quantentheorie wie Dekohärenz oder die Verletzung der Lorentz-Invarianz. Diese Sachen möchte ich nur kurz erwähnen. Ich werde sie im weiteren Verlauf des Vortrags ignorieren. Wir können unter Umständen bei den Fragen darauf zurückkommen. So, welche Neutrino-Teleskope gibt es in der Welt? Drei neben Daten. Das ist Antares, was 2008 fertiggestellt werden. Darüber will ich nachher mehr sagen. Das erste Neutrino-Teleskop gab es im Baikalsee, einer der tiefsten Seen der Welt, das 1998 bereits in Betrieb ging und das erste Signal von atmosphärischen Neutrinos gemessen hat. Und IceCube ist seit 2011 komplett das größte Neutrino-Teleskop, was tatsächlich schon eine Ausdehnung, ein instrumentiertes Volumen von einem Kubikkilometer erreicht hat. Ein paar Worte zu Antares. Es begann etwa um 2000 mit Detektorentwicklung, ersten Test. Der Detektor wurde dann innerhalb von 2,5 Jahren, von 2006 bis 2008 in der See aufgebaut. Und die Datennahme begann mit dem halbfertigen Detektor 2007. Der Antares-Detektor ist vor der Küste Toulons installiert, nur 15 Kilometer vor der Insel Porquerolles entfernt. Dort ist der Kontinentalschelf bereits zu Ende. Das Meer ist 2500 Meter tief. Der Detektor ist mit einem 40 Kilometer langen Hauptkabel mit der Uferstation in einem Vorort von Toulon in La Seine verbunden, wo das erste Triggerniveau und das Data Handling Center sich befindet in dieser neobyzantinischen Villa. Der Detektor selbst besteht aus 12 vertikalen Detektorstrings, die jeder 450 Meter hoch sind. Jede dieser Strings hat 25 Etagen. Jede der Etagen besteht aus einem Titanzylinder mit der Elektronik und drei druckfesten Glaskugeln mit einem 10-Inch Fotomultiplier. Die Linien sind etwa 70 Meter auseinander, sodass der Durchmesser etwa 200 Meter auf dem Seeboden beträgt. Die Anker der Linien sind mit Verbindungskabel mit einer globalen Verteilerbox verbunden. Diese Verbindungskabel wurden durch ferngesteuerte U-Boote gelegt und dann geht's zum Ufer. Das ist die erste komplette Linie, die 2006 versenkt wurde und seitdem im Meer sich befindet. Man sieht diese 25 Etagen. Die ganzen Strukturen sind aus Titan, um korrosionsfest zu sein gegen einen langen Aufenthalt im Meer. Und jetzt können wir uns mal der Frage zuwenden, wie es denn nun aussieht nach über 10 Jahren oder 15 Jahren im Meer. Wie ist der Zustand der Detektorkomponenten? Wie geht man um mit der Biolumineszenz, die es dort unten gibt und dem Biofouling? Und wie mit den Meeresströmungen, die den Detektor bewegen? Nun beginnen wir mit den Meeresströmungen. Das war von vornherein vorhergesehen, dass sich die Linien wie Seetang in den Meeresströmungen bewegen können. Deshalb gibt es ein System von akustischen Emittern, die im Minutentakt Pings senden und externen Stationen. Und an fünf dieser Etagen gibt es Hydrofone, die diese Signale empfangen können und aufzeichnen. Und aus den Laufzeitunterschieden kann man eine Triangulation machen und die Position mit hoher Präzision bestimmen. Hier ist mal ein aufgezeichnet, wie sich so eine Linie im Laufe von einigen Wochen bewegt. Der Anker der Linie ist hier bei 0,0. Jedes dieser kleinen Quadrate sind 2x2 Meter. Und die verschiedenen Farbcodes sind diese verschiedenen Hydrofone. Man sieht, wir haben manchmal starke Strömungen, wo sich die Linie bis zu 12 Meter, über 450 Metern, abweicht von der optimalen Position. Man sieht aber auch an der Dicke der Linie, dass man die mit einer Genauigkeit von 10 bis 20 Zentimetern immer verfolgen kann. Und das ist ausreichend. 20 Zentimeter entspricht etwa einer Nanosekunde für die Lichtausbreitung im Meer. Weiterhin sieht man, dass die meisten Punkte doch sehr kompakt hier um Null sind. Das ist, wenn die Meeresströmung im nominalen Bereich bei etwa 5 Zentimeter pro Sekunde liegen. Jetzt schauen wir uns an, wie sich der Detektor entwickelt hat über die 20 Jahre. Das Objekt, was am längsten im Meer ist, ist diese Verteilerbox, auch Junction Box genannt. Hier ist das Foto auf dem Schiff, kurz bevor sie versenkt wurde, im Jahre 2002. Und im November letzten Jahres hatten wir eine Reparaturoperation
Und da konnten wir den Zustand dieser Linie uns mal genauer anschauen. Und in der Tat ist sie in sehr gutem Zustand. Es gibt keine Anzeichen von Korrosion oder Biofouling. Nur ein paar Sedimente haben sich hier gesammelt. Auch diese Steckerleiste ist in gutem Zustand. Die Stecker funktionieren ausgezeichnet. Wir mussten im Laufe der Zeit einige von diesen Kabeln ersetzen, die Kurzschlüsse erzeugt haben. Aber auch das ist ohne Probleme verlaufen. Hier ein Anker einer Linie, auch dasselbe, der Anker der ersten Linie, die wir gerade auf dem Boot gesehen hatten, 2006, kurz nach der Versenkung, 2020 bei dieser Reparaturoperation, das ist der Anker einer anderen Linie, aber die sind ja alle irgendwie äquivalent. Das, was ins Auge sticht, ist diese weiße Masse hier unten, aber die ist gewollt. Das sind Opferanoden, die man hier als diese weißen Bereiche sieht, und die sind komplett korrodiert und haben damit diesen Eisenanker vor zusätzlicher Korrosion geschützt. Sieht zwar nicht schön aus, stört aber nicht für die Funktionalität dieser Anker. Die ganzen wichtigen Elemente sind auch hier aus Titan und sind ohne jede Spuren von Korrosion. Die Detektoretagen, die dann weiter oben angebracht sind, sind auch in sehr gutem Zustand. Auch hier haben wir keine Korrosion. Hier haben wir allerdings einen leichten Ansatz von Biofouling, den es im Seeboden direkt unten nicht gab. Man sieht, alles ist mit einer leichten Schicht von irgendwelchen biologischen Material überzogen. Andererseits ist es noch durchsichtig. Man sieht hier das Glas durchscheinen. Hier sieht man die metallische Titanoberfläche durchscheinen. Nun werden Sie sagen, na gut, man hatte aber diesen Effekt des Biofoulings, und um eine korrekte Messung von Neutrinos zu machen, muss man das korrigieren. Wie wird das gemacht? Na, dafür verwendet man das Rauschen der Photomultiplier selbst. Zu diesem Rauschen gibt es zwei Beiträge. Man sieht hier eine stabile Rauschrate, die von der Radioaktivität, hauptsächlich von Kalium-40, kommt. Und dann diese kurzen Ausbrüche, die der Biolumineszenz zugeordnet werden kann. Wenn man nun ein Kalibrationssignal aus dieser Radioaktivität machen will, muss man die von der Biolumineszenz trennen können. Das kann man machen, indem man den Fakt ausnutzt, dass die Radioaktivität korrelierte Photonen erzeugt, korreliert auf dem Nanosekundenniveau, weil es auch Tscherenkow-Licht wiederum, während Biolumineszenz und andere Lichtquellen keine auf Nanosekunden korrelierten Photonen aussenden. Andererseits ist der Salzgehalt leicht zu messen. Der K40-Gehalt ist sehr stabil im Sub-Promille-Bereich. Das heißt, über diese korrelierte Messung an benachbarten Photomultipliern kann man den Detektor absolut kalibrieren. Sowohl eine Zeitkalibration ist möglich, als auch eine Effizienzkalibration. Hier sieht man mal ein Beispiel eines solchen korrelierten Signals über einem Untergrund von nicht korrelierten Photonen, die trotzdem bei fast zeitgleich gesehen werden, hat man hier diesen gaußschen Peak von diesen korrelierten Signalen. Und aus der Position des Peaks kann man die Zeitsynchronisation verbessern im Subnanosekundenbereich, während man aus dem Integral unter diesem Gauss die Effizienzen korrigieren kann. Und das wurde gemacht, das wird regelmäßig jede Woche gemacht, jetzt über mehr als 10 Jahre. Hier ist das Resultat, das wurde auch publiziert. Man sieht, dass diese Effizienzen in den ersten 7 Jahren kontinuierlich abnahmen, um etwa 25%, und sich seitdem stabilisiert haben. Das ist der kombinierte Effekt einerseits dieses Biofouling und der PMT-Alterung. Gegen die PMT-Alterung gibt es eine jährliche Anpassung der High Voltage. Dadurch sieht man hier diese Sägezahnstruktur in den letzten Jahren. Auch hier in einigen Stellen ist es sichtbar. Und das Biofouling scheint sich nach einigen Jahren stabilisiert zu haben, sodass man sagen kann, dass man einen sehr moderaten Verlust nur hat durch diesen kombinierten Effekt nach über 10 Jahren von 25%, mit dem man durchaus leben kann. Es war auch befürchtet worden, dass vielleicht die Detektorelemente schon nach wenigen Jahren undurchsichtig wären. Das ist nicht eingetreten. Die Biolumineszenz selber kann man nun verwenden, um sie auch zu erforschen. Sie geben interessante Muster. Hier links zwei Beispiele, die man in der Literatur für
Tiefseebiolumins findet, irgendwie Gemeinsamkeiten haben. Deshalb haben wir in frühen Jahren eine Tiefseekamera installiert. Das war einfach eine Videoüberwachungskamera, die einen Selbstauslösemechanismus hat mit einem Infrarotlampe, um zu sehen, ob wir dieser Biolumineszenz habhaft werden können. Und in der Tat ist es gelungen, die in ihrem natürlichen Umgebung ohne fremdes Licht zu beobachten. Hier zum Beispiel 3 Sequenzen mit Bildern, die jemals 200 Millisekunden belichtet wurden. Dann haben wir es auch gewagt, Filme zu machen. Hier sieht man auch einen solchen Biolumineszenzausbruch. Und danach sieht man die Struktur in diesem Infrarot, in der Infrarotlampe. Wir waren natürlich ganz begeistert davon, sind zu unseren meeresbiologischen Kollegen gegangen. Die haben aber nur abgewunken und die haben gesagt, hier sieht man ja nur ein paar unscharfe Lichtpunkte. Was soll man damit anfangen? Also sind wir wieder zurückgegangen und haben versucht, das zu verbessern. Ein neues Kameraset mit sehr viel höherer Auflösung, basierend auf CMOS-Technologie, wird nächstes Jahr installiert. Das wird in verschiedenen Wellenlängen beleuchtet. Es wird ein Stereosystem sein und dürfen, dass wir demnächst dann solche tollen Bilder, wie ich es hier im Internet gefunden habe, unseren Kollegen liefern können. Manchmal hat man auch einfach Glück, dass bei diesen U-Boot-Kampagnen ein Fisch vor die Linse schwimmt, wie zum Beispiel in diesen beiden Beispielen. Der hat sich an dieser Verteilerbox versteckt und dieser hier hat offenbar Interesse an der Bierflasche gefunden. So, wie sieht es nun aus mit dieser Neutrino-Himmelskarte, die am Anfang versprochen wurde, und den entdeckten Neutrino-Quellen? Nun, dazu müsste man erstmal einen Abstecher zum Südpol machen. Wie gesagt, IceCube ist ja ein deutlich größerer Detektor. Und dort hat man in den letzten 10 Jahren etliche spektakuläre, extrem hochenergetische Ereignisse detektiert, wie zum Beispiel dieses von 2019, das eine Energie von 5,3 PeV im Detektor hinterlassen hat. Dieses Ereignis hat hier eine Kugel von mehreren hundert Metern Durchmesser in dem Detektor beleuchtet. Das ist eine Energie, die sehr viel höher ist als die Strahlenergie im LHC auch wieder. Und von diesen gibt es etliche von diesen Ereignissen, die auch mit statistischen Methoden analysiert wurden. Auf der linken Seite hier eine Analyse, wo es um die nach oben gehenden Spuren geht. 10 Jahre wurden analysiert, ein reines Sample von Myon-Neutrino-Ereignissen. Über viele Größenordnungen folgt die Eventverteilung von diesen 650.000 Events sehr präzise den Vorhersagen der atmosphärischen Neutrinos. Nur bei allerhöchsten Energien braucht man diesen neuen Anteil des harten astrophysikalen Spektrums. Das heißt, alles jenseits dieser blauen Linie sind also mit hoher Wahrscheinlichkeit astrophysikalische Neutrinos. Und das sind allein schon in dieser Analyse 20 etwa. Eine weitere Analyse nennt sich High Energy Starting Events. Dafür wird ein Großteil des Detektors als Veto benutzt, um sicherzugehen, dass der Neutrino-Vertex wirklich im Innern des Detektors stattfindet. Weiterhin macht man Schnitte, um wirklich nur Ereignisse zu behalten, die Energien von wenigstens 20 bis 30 TeV im Detektor-Äquivalent hinterlassen. Und dann sieht, dass oberhalb von 60 TeV tatsächlich diese Verteilung dominiert ist, auch wieder von der Vorhersage der astrophysikalischen Neutrinos mit nur marginalen Anteilen von dem Untergrund von atmosphärischen Neutrinos und missrekonstruierten atmosphärischen Myon. Nun, in Antares wurde das auch versucht. So, wir haben eine Analyse im Spurkanal für 11 Jahre. Da sind 3000 Ereignisse in dieser Klasse, die auch sehr gut dem atmosphärischen Spektrum folgen. Und in dem Schauerkanal eine äquivalente Analyse mit 200 Ereignissen. Und man sieht auch hier, dass in den höchsten Bin man diesen Anteil astrophysikalischen Neutrinos braucht. Der beste kombinierte Fit dieser beiden Hypothesen ergibt, dass wir ein Signal von 7 Spuren und 7 Schauer astrophysikalischen Neutrinos haben. Aber der Datensatz ist auch noch marginal kompatibel mit Nullen in diesen beiden Zahlen. Das heißt, wir sind etwa am Sichtbarkeitslimit für diesen astrophysikalischen Anteil. Man braucht tatsächlich einen Detektor, der im Kubikkilometer-Rahmen operiert. Antares ist ein Tick zu klein dafür.
So, und was eine Himmelskarte anbetrifft, hier nur ein Beispiel von vielen. Hier sind sämtliche Antares-Spuren aufgetragen als kleine graue Punkte, verglichen mit den Ice Cube High Energy Tracks als rote Kreise. Und das ist konfrontiert mit etlichen populären Kandidaten für Neutrino-Quellen. Man sieht keinerlei Korrelation auf den ersten Blick, auch keine Korrelation mit der galaktischen Ebene. Hier wäre das galaktische Zentrum. Natürlich ist auch nicht nötig, dass man auf so einem Bild etwas sieht. Das wird mit statistischen Methoden analysiert, aber auch mit diesen statistischen Methoden ist es bisher nicht gelungen, eine Korrelation mit Quellen zu erzeugen. Ice Cube gibt es hier eine ähnliche Himmelskarte, die die Daten nur der ersten 3 Jahre enthält, die ersten 36 ihrer astrophysikalischen Kandidaten. Wobei die Kreise geben die Winkelfehler an, so in grün, das sind in der Regel Schauer-Events, die relativ großen Winkelfehler von 10 bis 15 Grad haben, während in rot sind die aus der Track-Analyse mit einem präziseren Winkelmessung. Auch hier sind bisher keine Korrelationen gefunden worden. Trotzdem hat 2017 gab es dann einen Durchbruch, eins von diesen hochenergetischen Spurereignissen, mit fast 300 TeV Energie wurde als Alert an Partnerobservatorien geschickt und 3 davon haben dort einen Blazar gefunden, der sich in einem Flare State befand in dieser Zeit. So, hier hat man zum Beispiel diese Beobachtung, die Neutrino-Detektion ist die rote Linie. Und hier hat man im Röntgenbereich durch den SWIFT-Satelliten, im Fermi-LAT, im Gamma-Bereich und für das abbildende Cherenkov-Teleskop MAGIC, die alle eine besonders hohe Aktivität dieses Blazars dort vermeldeten in den Wochen um und nach der Neutrino-Detektion. Zur Erinnerung, ein Blazar ist so eine aktive Galaxie mit dem Jet genau in unsere Blickrichtung, sind also bevorzugte Kandidaten für diese Schockwellenbeschleunigung, bei der auch kosmische Strahlen und Neutrinos, die in unsere Richtung fliegen, erzeugt werden könnten. In Antares gibt es auch ein solches Netzwerk. Wenn wir ein besonders hochenergetisches Neutrino detektieren, dann wird innerhalb weniger Sekunden wird das an verschiedene unserer Partner geschickt, die bei denen optische Teleskope dabei sind, wie Master und Tarot, aber auch dieser Röntgensatellit SWIFT, Gamma-Ray-Satellit Integral oder diese abbildenden Teleskope wie HESS in unserem Fall oder das Radio-Array MWA. Dieses System ist seit 2013 aktiv, aber bisher konnte noch keine spektakuläre Koinzidenz gefunden werden. Trotzdem liegt in dieser Multi-Messenger-Astronomie die Zukunft. Zur Erinnerung, es gab eine solche sehr erfolgreiche Beobachtung auch 2017, als die Gravitationswellendetektoren die Verschmelzung zweier Neutronensterne meldeten. Das wurde weltweit verfolgt. Hier hat man die Liste der ganzen Observatorien, die das verfolgt haben. Und Antares und auch IceCube haben sich daran beteiligt. Man fand im elektromagnetischen Bereich einen Gamma-Ray-Burst, womit die Verbindung von diesen Verschmelzungen Neutronensternen als Hypothese von kurzen Gamma-Ray-Bursts bestätigt werden konnte. Neutrinos wurden nicht gefunden. Was auch hier vermutlich damit zu tun hat, dass die Jets, auch bei dieser Verschmelzung gibt es Jets, nicht in unsere Blickrichtung zeigen. So, kommen wir jetzt zu der Zukunft in den letzten Minuten. Wie sieht es mit der nächsten Generation aus? Nun, an allen 3 Stellen, die ich vorher erwähnt habe, sind zukünftige Detektoren im Aufbau. Im Mittelmeer kam Dreinet, im Baikalsee der GVD-Detektor und in IceCube das Generation 2-Projekt, was im nächsten Jahr anfangen wird, gebaut zu werden. Die KAM-3-Kollaboration ist aus der Antares-Kollaboration hervorgegangen, ist jetzt über Europa hinausgewachsen. Es gibt auch viele deutsche Institute, die teilnehmen, Bamberg, Erlangen, Tübingen, Würzburg und Münster. Wir haben inzwischen Teilnehmer aus Nordafrika, Südafrika, Australien und Georgien. Es ist geplant, 2 Detektoren zu bauen. Einen wieder an der südfranzösischen Küste in der Nähe der Antares-Stelle. Der zweiten, der tatsächlich ein Kubikkilometer-Detektor werden soll vor der Küste Siziliens.
Der Oika-Detektor ist kompakter mit einer geringeren Energieschwelle und sein Hauptziel, aber nicht einziges Ziel, soll die präzise Vermessung von Neutrino-Oszillationen sein. Das Konzept der Detektoren ist, den Detektor in Building Blocks anzulegen. Jeder Building Block hat 115 vertikale Strings. Jeder dieser Strings hat 18 optische Module und ist jeweils 200 oder 800 Meter hoch. Der Fußabdruck des Detektors ist tatsächlich ein Quadratkilometer für den Eika-Detektor, aber deutlich kleiner für den Eika-Detektor. Es wird also hier dieselbe Technologie verwendet für beide Detektoren, nur die Abstände sowohl horizontal als auch vertikal sind verschieden. Dadurch kommt man halt auf diesen Gigaton-Detektor in Italien und einen 8-Megaton-Detektor mit einer 3- oder 4GV-Detektionsschwelle in Frankreich. Auch die Technologie hat sich weiterentwickelt. Während wir in Antares diese relativ klobige Etage haben mit einem Extrazylinder für die Elektronik, ist dieses alles sehr kompakt in einer einzigen Glaskugel. Wir verwenden jetzt 3-Inch-Phototubes, 31 davon können in diese Glaskugel gepackt werden. Die Auslese und auch die High Voltage, alles wird im Inneren bereitgestellt. Die Sensitivität für diesen KM3-Net-optischen Modul ist höher als für eine ganze Antares-Etage. Er hat zusätzlich die Möglichkeit, die Photonen einzeln zu zählen, gibt Richtungsinformationen und ist noch dazu billiger und kompakter. Auch bei der Wasserung, der Installation des Detektors gibt es Fortschritte. Die Linien werden auf diese Metallstruktur wie auf einen Wollknäuel aufgewickelt. Das Abrollen passiert dann durch Auftrieb und die Struktur ist danach wiederverwendbar. Das kann man hier mal in einem frühen Test wurde diese Methode validiert und die hat inzwischen ein Dutzend Mal funktioniert. Hier sieht man, wie das Abrollen vonstatte geht und dann werden die einzelnen Kugeln durch Federn und durch den Zug an diesen zwei Seilen ausgeklinkt, Stück für Stück. Von den Verteilerboxen, die man auch wieder braucht, insgesamt wird man 4 brauchen, 2 davon sind bereits installiert. Hier ein paar Fotos von der Installation der ersten dieser Verteilerboxen. Das letzte Foto hier rechts unten ist die installierte Box auf dem Meeresgrund. Die Linien können jetzt mehrere pro Seed-Campaign installiert werden. Hier haben wir eine Linie, die gerade am Kranhaken hängt, runtergelassen wird. Eine weitere steht im Hintergrund. Parallel dazu haben wir ein sehr kleines, schlankes, ferngesteuertes U-Boot, das für diese Auslösung der Linie und die Verbindung zuständig ist. Hier ist ein Foto der Linie vom Meeresgrund und hier ein Foto eines dieser optischen Module, nachdem das Ausrollen erfolgreich stattgefunden hat. Seit Januar 2020 haben wir 6 Linien an der Eika-Site im Wasser, die Daten nehmen und die auch schon etliche Neutrinos detektiert haben. Hier sind 2 Beispiele für rekonstruierte Neutrinos zu sehen. Die Daten für 2019 wurden schon nahezu komplett analysiert. Damals haben wir mit 4 Detektorlinien Daten genommen und in einer Laufzeit von nur 4 Monaten konnten bereits fast 500 Neutrino-Kandidaten detektiert werden. Im Myon-Kanal, der nach oben gehenden Myon-Kanal, die hier mit Modellierung verglichen werden, in blau eine Modellierung, die Neutrino-Oszillation berücksichtigt, in orange hier werden Neutrino-Oszillationen ignoriert. Man sieht also, man hat in diesem Energie- und Winkelbereich einen starken Effekt der Oszillationen. Ziel ist es ja auch, in wenigen Jahren Präzisionsmessungen mit diesen Neutrino-Oszillationen zu machen. So, jetzt wäre der allerletzte Punkt, wären die Anwendungen von Neutrinos, weil da kommen immer Fragen. Jetzt habt ihr euch jahrelang mit diesen Neutrinos amüsiert. Als Grundlagenforschung kann man nicht irgendwas Nützliches damit machen. Nun, ein Thema, was dabei immer wieder zur Sprache kommt, ist die Kommunikation mit Neutrinos. Stellen wir uns vor, wir haben eine Raumstation auf der Rückseite des Mondes. Dann kann man über normale elektromagnetische Wellen mit denen nicht kommunizieren. Mit Neutrinos könnte man das doch machen. Nun, es gab erste konzeptionelle Tests dafür. Unsere Kollegen am Fermilab in Chicago, die haben dort einen sehr intensiven Neutrinostrahl, mit dem sie einen Detektor in 800 Kilometer Entfernung
versorgen. Und sie haben auch einen sogenannten Nahdetektor in nur 1 Kilometer Entfernung zur Kalibrierung des Strahles und für als Referenzmessung. Und mit diesem 1 Kilometer entfernten Detektor kann man natürlich mal einen Kommunikationstest machen. Der Strahl wird in gepulster Form zur Verfügung gestellt. Man kann also sagen, der Puls ist an, dann sehe ich ein Bit, der Puls ist aus, dann habe ich ein Bit 0. Und das haben sie gemacht. Und wie man hier an dem Abstract lesen kann, erreichen sie eine Übertragungsrate mit den Neutrinos auf eine Entfernung von 1 Kilometer von 0,1 Bit pro Sekunde und dabei eine Bit-Error-Rate von 1%. Also das ist ein Proof of Concept, aber das ist noch nicht völlig konkurrenzfähig mit anderen Methoden. Eine ähnliche Bitrate würde man vermutlich auch mit Rauchzeichen erhalten. Eine andere Idee, die schon seit Jahren existiert, ist die Kontrolle von Kernreaktoren. Wenn man eine Atombombe bauen will, dazu Plutonium anreichern will, kann man natürlich die Kernreaktoren unter die Erde in tiefen Tunneln verstecken. Aber der intensive Neutrinostrahl von ihnen, den kann man nicht verstecken. Wenn man also in nicht allzu weiter Entfernung, das können immer noch einige hundert Kilometern sein, einen Neutrino-Detektor hat, nur nicht so einen wie Antares oder Ice Cube, aber einen, der mit Szintillatoren funktioniert und der dadurch die MEV-Neutrinos messen kann, dann könnte man diese Kernreaktoren entdecken und monitorieren. Vorschläge dazu gab es. Zum Beispiel einen großen Tank, den man von einer schwimmenden Plattform ins tiefe Wasser lässt, der dann aber, wie gesagt, nicht mit Wasser, sondern mit Flüssigszintillator gefüllt ist und der etliche Dutzend oder hunderte Kilotonnen schwer sein sollte, damit er eine Reichweite von hunderten Kilometern hat. In der Tat wird ein solcher Detektor gerade gebaut, der heißt Juno, ist aber nicht für die der 20 Kilotonnen Scintillatoren wird aber nicht dafür verwendet, um Kernprogramme zu monitorieren, sondern um Grundlagenphysik mit Kernreaktoren, die in 60 Kilometer Abstand sind, zu machen. So, und damit möchte ich meinen Vortrag abschließen. Vielen Dank für das Interesse. Ja, ich freue mich auf meinen nächsten direkten Besuch in Dresden. Dann kann ich vielleicht mich an der Porzellansammlung ohne Maske erfreuen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Brunner. Das war sehr interessant. Wir haben auch schon etliche Fragen bekommen auf dem Kanal. Eine ist identisch mit meiner Frage. Wie funktioniert eigentlich Tomographie in der Erde? Ja, also es gibt zwei Methoden. Bei einer verwendet man Neutrinos, die etwa 5 bis 6 GeV Energien haben. Da man misst ja mit den atmosphärischen Neutrinos die Oszillationen. Wie gesagt, darauf bin ich nicht eingegangen. Es gibt einen Materie-Resonanzeffekt bei diesen Energien, wo die Oszillationswahrscheinlichkeiten sehr sensibel mit der Materiedichte abhängen. Man misst also die Neutrino-Oszillationen im einigen GeV-Bereich, die genau in der Energie, wo man diese Materie-Resonanzeffekte hat. Und da kann man unter Umständen Effekte von unerwarteten Dichteschwankungen oder Dichteeffekten in der Erde haben. Das ist Methode 1. Methode 2 ist, man geht zu diesen sehr hochenergetischen Neutrinos, weil bei etwa 100 TeV wird tatsächlich die Erde unsichtbar. Die Neutrino-Streuquerschnitte, die steigen ja linear mit der Energie. Das heißt, während man für MEV-Neutrinos noch Lichtjahre von Blei braucht, wird die Erde bei 100 TeV undurchsichtig. So, wenn man jetzt ein genügendes Energiesample in diesem Energiebereich hat, dann kann man einfach über Absorptionseffekte dort auch Tomographie betreiben. Das ist ein zweiter, völlig verschiedener Ansatz. Ist das schon mal gemacht worden? Es gibt dazu Studien. Ich glaube, Ice Cube hat dazu schon publiziert, ja. Okay. Was sind sterile Neutrinos? Nun, man kann ja sich vorstellen, dass es zusätzliche Neutrinos-Familien gibt. Wir haben gesehen, dass wir ein sehr konsistentes Bild haben. In allen Elementarteilchen-Klassen gibt es drei aktive Teilchen. Es wurde aber hypothesiert, dass es mehr Neutrinos geben kann, die aber keine direkte Kopplung zu den geladenen Partnern, zu den anderen Familien haben. Sie hätten nur eine Kopplung über eine Massenmischungsmatrix und wären deshalb als steril bezeichnet. Sterile Neutrinos sind auch ein automatisches Nebenprodukt, wenn man annimmt, dass Neutrinos Majorana-Teilchen sind. Majorana, also ihre eigenen Antiteilchen.
dann erhält man aus den drei heute existierenden Dirac-Teilchen, die spalten sich dann auf in 6 Majorana-Neutrinchen, die dann aber immer noch nur mit 3 aktiven geladenen Leptonen koppeln. Und man würde diese zum Beispiel sehen, wenn man diese Mischungsmatrix genau vermisst, dass es dort Abweichung von der Unitarität dieser Mischungsmatrix dann gibt. Okay. Es kam auch noch mal eine Frage zu den Orca- und Arca-Detektoren, warum die an unterschiedlichen Stellen aufgebaut sind und warum man sie nicht überbaut. Das ist eine oft gestellte Frage. Der Hauptgrund war politischer und finanzieller Natur. Weil heutzutage ist ja nicht mehr so, dass so eine Projekte einfach nur durch das Forschungsbudget einzelner Länder zur Verfügung gestellt werden. Man muss halt sozusagen Forschungsanträge an europäische Kommissionen stellen. Und da gibt es interessante Möglichkeiten für Regionalförderung. Okay. Und wenn man diese Regionalförderungsfonds ausschöpfen will, dann hat sich herausgestellt, dass es vorteilhaft war, 2 verschiedene Sites zu haben, wo man 2 verschiedene Regionalförderungsfonds ausnutzen kann. Okay, das ist eine klare Antwort. Was hätte das denn gebracht, wenn man das lokal über überlappend gemacht hätte? Das hätte zum Beispiel einen Vorteil gehabt, dass man für den Orca-Detektor den Alka-Detektor als Veto verwenden können, wie das zum Beispiel bei Ice Cube der Fall ist. Die haben einen Inset, der eine höhere Dichte an Photomultipliern hat, sogenannten Deep Core, und die sind im Innern an der tiefsten Stelle von Ice Cube versenkt. Und so ein ähnliches Konzept hätte man bei einem kombinierten Detektor auch sich vorstellen können. Okay. Wir haben noch eine andere Frage. Eine Frage hier kann man über die Messung der Oszillation die Neutrinomasse bestimmen? Ja, das kann man und das ist auch schon geschehen. Also genau genommen, wenn man Oszillationen untersucht, misst man Differenzen von Massenquadraten. So, sobald man eine Oszillation gemessen hat, hat man praktisch so ein Massenquadrat gemessen. Ich glaube, dazu habe ich sogar eine Slide im Backup. Nochmal zu den Teilnehmern. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stellen Sie die bitte in dem F&A oder Q&A-Bereich. Wir lesen sie dann entsprechend vor. Ja, vielleicht ist das die beste Folie dazu. So, das sind die heutigen. Ist die zu sehen, die Folie? Können Sie nochmal Vollbild machen? Vollbild. Aber ist zu sehen, ja. Okay, so das. Mal sehen, wie Vollbild. Nicht, dass ich wieder aus Versehen ab. Hopp. So, das ist der heutige Zustand. Neutrino-Oszillationen wurden ja schon gemessen. Sowohl für atmosphärische Neutrinos als auch für Neutrinos an Beschleunigern, als auch für Sonnenneutrinos. Und dadurch sind 2 verschiedene von diesen Massenquadratsdifferenzen bereits bestimmt. Und diese Massenquadratsdifferenzen, die definieren jetzt untere Grenzen für die Neutrinomassen. Das heißt, das schwerste Neutrino, das wissen wir heute, hat eine Masse von minimal 50 Millielektronenvolt. Andererseits gibt es da eine obere Grenze. Diese obere Grenze kommt zum Beispiel von Tritium-Experimenten wie Katrin, das in Karlsruhe durchgeführt wird, das im Moment hier, das ist eine etwas veraltete Folie, bei 0,5 liegt. Also für das schwerste Neutrino gibt es nur noch einen Bereich von etwa einem Faktor 10. Das zweitschwerste Neutrino, wo das Delta-M-Quadrat mit den Sonnenneutrinos gemessen ist, hat eine minimale Masse von 7 oder 8 Millielektronenvolt. Die obere Grenze ist wiederum dieselbe. Und lediglich für das leichteste Neutrino gibt es kein Limit. Das könnte im Prinzip auch eine Masse Null haben bisher. Also das sind die konkreten Limits für die Neutrinomassen. Und das kann man, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, wieder mit der Masse im Universum korrelieren. Das war eine Folie, die habe ich noch in letzter Minute rausgenommen, weil das wäre dann doch zu lang gewesen, das alles zu erklären. Das ist diese hier. Okay. Genau, da gibt es nämlich auch wahrscheinlich die passende Frage noch dazu. Was haben Neutrinos mit der dunklen Materie zu tun? So genau, also vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren
war eine populäre Hypothese, warum wir wissen, wir haben 300 Neutrinos pro Kubikzentimeter im ganzen Universum, wäre das nicht ein super Kandidat für die dunkle Materie? Und als ich am CERN gearbeitet habe, haben wir genau in dieser Hypothese ein Experiment aufgebaut, weil dann hätte man diese Masse auch durch Neutrino-Oszillationen hätte messen müssen können. Aus heutiger Sicht weiß man, das ist nicht möglich, weil Neutrino bewegen sich auch in der Frühphase, bewegten sich bereits damals mit relativistischen Geschwindigkeiten, sind sozusagen ein Kandidat für heiße dunkle Materie. Und das ist inkompatibel mit der Strukturbildung der Materie, also mit den filigranen Strukturen der Galaxien, der fernentfernten Galaxien, wie man sie heute sieht. Wir brauchen also kalte dunkle Materie. So, und aus den heutigen Messungen der Neutrino-Oszillationen und diesen Limits, die man in der Masse hat, gibt es hier das totale Masse-Budget des Universums. Wir wissen ja, das sind 27% Dark Matter, 67% dunkle Energie, 5% normale Materie, hauptsächlich Protonen und Helium, wobei das meiste davon frei ist, nur etwa 0,5% sind tatsächlich Sterne. Und hier kommen die Neutrinos ins Spiel. Wenn die tatsächlich alle drei an der oberen Massengrenze, die jetzt Katrin liefert, diese Masse haben, dann ist ihre Totalmasse im Universum weniger als 1% des Gesamtbudgets. Und wenn sie noch leichter sind, dann geht das auf 1 Promille runter. Ah, gut. Danke. Dann haben wir noch mal Fragen zur Detektortechnologie. Die eine Frage ist, ob die ARCA sozusagen ähnliche Detektoren wie IceCube oder IceCube Gen 2 sind und was sind eigentlich die Unterschiede? Und die gleiche Frage geht dann noch mal Richtung Baikal-Detektoren. Okay, also ARCA und ORCA, vielleicht hatte ich das nicht so klar gemacht, das ist dieselbe Kollaboration, es kam 3NET und das Konzept ist, dass exakt dieselbe Technologie verwendet wird. Also genau das, was ich gezeigt habe, diese optischen Module mit 31 kleinen Fotomultipliern, die Auslese, diese Kugeln, die für das Deployment, für die Wasserung verwendet werden, ist exakt dasselbe Konzept. Der einzige Unterschied, dass die Kugeln halt weiter auseinander liegen in ORCA. Also die Linien sind etwa 100 Meter auseinander, aber 20 Meter in ORCA. Und die Linien, der vertikale Abstand, der liegt bei etwa 30 Metern, 36 Metern in ORCA und bei 9 Metern in ORCA. Diese Mechanik ist der einzige Unterschied. Ja, also die Frage war mehr in Bezug auf Richtung IceCube und Richtung dem, was im Baikalsee ist. Nun, IceCube verwendet auch so eine druckfesten Kugeln wie wir, bloß die haben einen einzelnen optischen Modul dort drin. Aber für IceCube Gen 2 sind sie jetzt auch dabei, einige von diesen Multi-PMT-Objekten zu testen. Sie haben da verschiedene Module in einer Testphase und da werden nächstes Jahr ein paar Linien mit Doppelmodulen und vielfach PMTs getestet. Während bei Baikal ist es eine traditionellere Installationsmethode, wobei das bei denen auch dadurch zustande kommt, dass sie keine Boote brauchen. Die fahren einfach im Winter auf den See, machen dort ein großes Camp für 2 Monate, hacken den See auf und versenken ihre ganzen Anlagen von oben. Das heißt, ein Cluster heißt das, hängt an einem großen, wie so einer regenschirmartigen Struktur. Und es sind immer 2 Module, es sind immer Blocks von 2 Modulen, die zusammengeschaltet sind. Aber am Ende werden auch Fotomultiplier natürlich verwendet. Okay. Welche Rolle spielt die Wassertiefe? Warum so weit unten? Nun gut, erstmal muss man im Dunkeln sein. Und bis zu einigen 100 Meter Wassertiefe hat man noch Restlicht vom Sonnenlicht, auch wenn man das mit bloßem Auge nicht mehr wahrnehmen könnte. Also die minimale Tiefe wäre so 1000 Meter eventuell. So, und noch tiefer zu gehen, verringert dann den Untergrund von diesen Cosmic Ray Myons, die aus den Schauern, die in der hohen Atmosphäre erzeugt werden, übrig bleiben. So mit jeweils 1000 Meter verringert man das um Faktor 4, diesen Untergrund. Und das ist dann auch schon ein wichtiger Faktor. Eine andere Frage, sind Pulsare als Neutrino-Quellen denkbar? Pulsare sind ja im Grunde
die Überbleibsel auch von so einer Supernova-Explosion. Und das sind im Prinzip die Neutronensterne, die dann sehr schnell sich um ihre eigene Achse drehen. Wir testen sowas gerade. Wir haben einen Physiker, der an so dieser Hypothese interessiert ist, wobei mir keine plausible Hypothese im Moment bekannt ist. Man müsste irgendwo diese Schockwellenbeschleunigung wieder unterbringen in den Pulsaren, weil der Pulsar selber ist ja der Neutronenrest, der von dem explodierten Stern übrig bleibt. Okay. Jan-Henrik, hast du was? Eine Frage ist noch mal zu der Wassertiefe. Die Frage ist, Sie hatten ja vorhin so gezeigt, diese, wie der Ausschlag von diesen Linien ist. Und die Frage war eben halt, ist die Wasserströmung eigentlich in größeren Tiefen geringer oder ist die höher oder wie verteilt sich das? Gibt's da das ist lokal sehr unterschiedlich. Also ja. Wir liegen an der in Toulon in einer sogenannten ligurischen Strömung. Das ist so eine Ost-West-Strömung, die bekannt ist bei Meereswissenschaftlern und die relativ gleichmäßig mit etwa 5 bis 15 Zentimetern pro Sekunden von Ost nach West oder West nach Ost fließt. Ob das sicher gibt es da eine Abhängigkeit auch von der Tiefe und von der örtlichen Position. Aber wie die genau ist, da bin ich überfragt, um ehrlich zu sein. Weil wir messen die Meeresströmung dort, wo unser Detektor steht. Wie es 1000 Meter höher aussieht, ist erstmal nicht so klar. Aber auf jeden Fall ist sie nicht korreliert mit der direkten Strömung, die man an der Wasseroberfläche hat, die ja durch das lokale Wetter auch oft bestimmt ist. Dann gab es noch mal eine Frage zu dem Biofouling. Was wäre denn sozusagen the worst case für die Photomultiplier, dass die sozusagen komplett oder dass die Hülle komplett zuwächst und man nichts mehr sieht? Was ist da so ja, die? Ja, genau. Das war also die, wenn man sich zum Beispiel so einen Bootsrumpf anguckt, die sind ja nun direkt unter der Wasseroberfläche, da ist die biologische Aktivität viel stärker. Der ist voller Muscheln, voller dicken Schleim. Der muss nahezu ein Boot im Wasser hat, Segelfans werden das wissen, man muss einmal pro Jahr den ganzen Rumpf kerchern, weil der ist komplett zugewachsen. Und das könnten wir natürlich da nicht machen. Erstmal haben wir keine Technologie, um unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen dort eine Säuberung vorzunehmen. Also das wäre das Worst-Case-Szenario und das ist nicht eingetreten. Das war also eine sehr gute Sache. Okay. Es gibt noch mal eine Frage zur Biolumineszenz. Da ein Teilnehmer hat schon zwei Fragen dazu gestellt. Gibt es eine Fisch, also hat jeder Fisch irgendwie eine spezienabhängige Signatur? Kann man da was über die Fische lernen? Oder wird das erst später kommen, dass wir da die besseren Direktoren haben? Das hatten wir anfangs gehofft und wir haben gesagt, na, dann nehmen wir unsere Meeresbiologen mit ins Boot. Das hat nicht so funktioniert, wie es erhofft war. Wie gesagt, die haben im Wesentlichen abgewunken und die sagten, wir wollen hier jede Schuppe zählen, sonst können wir hier nichts machen. Aber ich denke, wir haben einen unglaublich reichen Datensatz auf den Bändern, weil die einfach die Zählrate, die wird im 100 Millisekunden Takt für jeden dieser Photomultiplier aufgezeichnet. Im Moment sind wir in einem europäischen Projekt, wo das Publikum dort eingeladen wird, so eine Klassifizierung mitzumachen. Also da kriegt jeder so einen Datenstream auch visuell aufbereitet und soll die irgendwie klassifizieren. Dann ist hier, wie sieht ein äquivalentes hochenergetisches Event in der Luft aus? Könnte man das mit bloßem Auge beobachten? Nein, kann man nicht mit bloßem Auge beobachten. Es gibt auch Cherenkov-Effekte in der Luft, das ist richtig. Zum Beispiel gibt es diese abbildenden Cherenkov-Teleskope, die ich kurz erwähnt habe. Die schauen in den Nachthimmel, aber nicht mit normalen Kameras, sondern nach ihren Spiegeln haben sie auch ein Array aus Photomultipliern. Allein deshalb, weil diese Cherenkov-Lichtblitze eben unglaublich kurz sind. Und wenn zum Beispiel ein extrem hochenergetisches Gamma, aber das wäre ähnlich für ein Neutrino, in den hohen Atmosphären
einen elektromagnetischen Schauer auslöst, dann macht er auch in der Luft Tscherenkov einen Tscherenkov-Blitz, der aber nur wenige 100 Nanosekunden dauert. Den sieht man also nicht mit bloßem Auge. Aber man kann ihn mit diesen Photomultipliern aufzeichnen und das wird auch tatsächlich gemacht. Okay. Hier noch zu der anderen Frage habe ich inzwischen diese Folie gefunden. So, das ist die typische Meeresströmungsgeschwindigkeit, die wir messen. Also der Peak liegt so bei 5 Zentimetern pro Sekunde. Dann haben wir hin und wieder mal höhere Strömungsgeschwindigkeiten von 10, 15, 20. Und die typischen Richtungen sind Ost-West. Und inzwischen ist es so, dass bei Antares haben wir die Linien selber, da wir ja deren Bewegung in der Meeresströmung messen. Das kann man natürlich auch umwandeln. Man kann daraus dann auch wieder die Strömung messen über die Bewegung, über die Neigung. Und das wird hier gemacht. Man sieht hier einen Datensatz von etwa einer Woche, wo die Meeresströmung etwa bei 5 Zentimeter war, aber die Richtung, sagen wir so, oszillatorisch wechselt. Und das ist ein Effekt der Coriolis-Force, die also von der Breite abhängt und bei unserer Installationsposition bei 17,6 Stunden liegt. Dann gibt es noch mal eine Frage zu der Winkelauflösung. Wie gut ist denn eigentlich die Winkelauflösung von diesen Detektoren und wird sich das jetzt eigentlich durch Orca verbessern? Also von Antares, die Winkelauflösung für die Winkelauflösung für Spuren liegt bei etwa 0,3 bis 0,4 Grad, sodass man da 68% Wahrscheinlichkeit hat, dort die wahre Richtung zu finden. Für den ARCA-Detektor insbesondere, hier geht es, wenn es um Astronomie geht, ist hauptsächlich ARCA wichtig, wird das sich verbessern auf 0,1 Grad. 0,1 Grad ist immer noch nicht spektakulär für astronomische Standards, wo man Bogensekunden, wo es um Bogensekunden oder Bogenminuten manchmal geht. Aber das ist dann schon sehr gut für ein Neutrino-Teleskop. IceCube ist im Moment bei 1 bis 2 Grad für die Spuren und bei 10 Grad für im Schauerkanal. Okay. Die einzigen Observatoren, die noch schlechter sind, sind diese Gravitationswellendetektoren. Die können zwar fantastisch die Massen dieser schwarzen Löcher bestimmen, die dort zu verschmelzen, aber für die Richtung haben sie so riesige bananenförmige Zonen am Himmel, die kompatibel mit der Richtung sind. Das heißt, man braucht 3 oder 4 auf der Erde verteilt, um das in eine etwas kleinere Zone einzugrenzen. Könnte man Photomultiplier ersetzen durch Avalanche-Dioden oder reicht da die Empfindlichkeit nicht aus? Im Moment reicht die empfindlich. Ja, die Photomultiplier ist natürlich noch eine Technologie von vor 100 Jahren. Es gibt auch Silikon-Photomultipliern, die in einigen von unseren, bei den Gamma-Ray-Teleskopen jetzt zum Beispiel schon testweise verwendet werden. Aber wir brauchen eine Sensitivität auf 0,3 Fotoelektronen. Also wir müssen einzelne Photonen detektieren können. Und das auch klar getrennt von thermischen Rauschen. Und da reicht im Moment die Sensitivitäten von Halbleiterdetektoren noch nicht aus. Außerdem brauchen wir eine große Oberfläche und die auch durch die Photomultiplier gewährleistet wird. Gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, daran zu denken, sowas Neutrino-Detektoren extraterrestrisch aufzubauen? Also wir brauchen, der Trick ist, eins der der Schlüsselsachen ist, man muss den Neutrinos Masse in den Weg stellen und gleichzeitig brauchen wir das die Umwandlung in Lichtsignal über den Tscherenkov-Effekt. Also so ein Ding im Space zu bauen, hätte nicht viel Sinn. Da fehlt erstmal das Detektormaterial, damit die Neutrinos überhaupt wechselwirken können. Und zweitens gibt es kein Tscherenkov-Licht. Also deshalb sehe ich da keinen Sinn in dieser Idee. Gibt noch mal eine Frage zu dem IceCube-Detektor. Sind die jetzt eigentlich im Eis eingefroren und was bedeutet das für die Wartung? Ja, die sind im Eis eingefroren. Also dort läuft die Installation folgendermaßen. Die mit heißem Wasser werden dort Löcher ins Eis gebohrt, die auch 2500 Meter tief sind. Die haben etwa dieselbe Installationstiefe wie hier im Mittelmeer. Dann lassen sie, sind die immer noch mit dem flüssigen Wasser dann gefüllt, mit diesem geschmolzenen Eis. Dort werden die Strings hinuntergelassen.
Die Kabel kommen oben raus und dann wartet man, bis es wieder zufriert. Das dauert dann etwa 14 Tage. Die sind eingefroren. Wartung ist generell nicht möglich. Hinterher ein Abbau wäre nicht möglich. Bei Antares, vor instance, ist es vorgesehen, nach dem Ende der Datennahme den Detektor abzubauen. Während zum Beispiel der Vorgänger von IceCube war Amanda. Da wurde die Datennahme 2009 gestoppt, indem man die Kabel dort an der Oberfläche einfach abgeschnitten hat. Sag mal, kann man die, apropos Biofouling, kann man eure Glaskugeln nicht einfach putzen fahren? Ja, wir hatten mal so eine Idee. Es gibt einen Prototyp, der noch in unserem Institut steht. Den wollten wir in so ein U-Boot ranbauen mit Bürsten, die das Glas sauber machen sollten. Aber erstmal war es ein ziemlich klobiges Gerät. Dann ist es auch kompliziert und man kann mehr Schaden anrichten. So eine Kugel kann dadurch undicht werden oder kann unter Umständen sogar implodieren, wenn man ihr irgendwie einen Kratzer versetzt. Immerhin herrschen dort unten 250 Bar. Deshalb haben wir davon wieder Abstand genommen. Außerdem ist es auch noch nicht klar, ob es wirklich irgendwas ist, was man putzen kann. Es kann unter Umständen Kalkablagerung von so korallenähnlichen Sachen sein. Das wissen wir erstmal nicht. Das müssen wir erstmal in die Linie wieder hochholen. Danke. Ganz am Anfang kam noch eine Frage, inwiefern Neutrinos als Frühwarnsystem funktionieren können, weil ihre Geschwindigkeit kleiner c ist, aber die Gammastrahlung sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Also kommen die Neutrinos denn nicht später an, sind also gar kein Frühwarnsystem? An welcher Stelle habe ich über ein Frühwarnsystem gesprochen? Ist mir jetzt nicht klar. Also ich habe nicht über ein Frühwarnsystem gesprochen, sondern, ich weiß nicht, für Supernova-Explosionen. Nun, die Neutrinos kommen tatsächlich ein bisschen zeitiger an. Das liegt aber einfach daran, dass die Neutrinos halt genau in dem Moment erzeugt werden, wenn sich der Neutronenstern bildet. Dort werden die Elektronen in die Protonen gedrückt. Der Neutronenstern entsteht und da entweichen die Neutrinos. Das passiert aber im Innern des Sterns. Dann muss sich erst diese Explosionswolke, muss sich dann erst nach außen arbeiten, bis auch die elektromagnetische Strahlung entkommt und das passiert Stunden oder Tage später. So, dadurch haben die Neutrinos einen kleinen Vorsprung bei so einer Supernova-Explosion, aber nicht, weil sie schneller oder langsamer werden. Sie fliegen. Bei den Energien, die hier eine Rolle spielt, kann man sagen, sie fliegen praktisch mit Vakuumlichtgeschwindigkeit. Dieser kleine Unterschied ihrer sehr leichten Masse spielt in dem Zusammenhang praktisch keine Rolle. Okay. Da gab es noch mal eine Frage, die ich auch ganz interessant finde, ist Wasser oder Eis? Was ist eigentlich so Vor- und Nachteile zwischen diesen beiden Nachweisverfahren? Gute Frage. Also der Vorteil von Eis ist, es gibt dort kein Salz, ist ja Süßwasser und dadurch praktisch keine Radioaktivität. Es gibt nicht dieses Kalium-40, was der Hauptanteil der Radioaktivität ist. Zweitens gibt es natürlich auch keine Biolumineszenz. Das heißt, lichtmäßig ist Eis völlig inert, völlig dunkel. Und tatsächlich haben die Photomultiplier in IceCube, die haben eine Rauschrate, die ist praktisch bei ihrem thermischen Rauschen. Es gibt keinen Umgebungslicht, weder von Radioaktivität noch von biologischen Aktivitäten. Das ist ein klarer Vorteil. Ein Nachteil ist, dass das Eis sich ja in Schichten ablagert. Hin und wieder gibt es mal Staubschichten durch Vulkanexplosionen, die sich über die letzten 100.000 Jahre akkumuliert haben. Dadurch streut Eis das Licht deutlich stärker. Und außerdem ist das Eis dann sehr viel schwieriger zu modellieren. Wir modellieren das Wasser als homogenes Medium mit einer wellenlängenabhängigen Absorptions- und Streulänge und damit haben wir gute Übereinstimmung. Bei dem Eis muss man diese Schichtung inhomogen berücksichtigen und das ist ein endloser Kampf, der auch für IceCube nach 10 Jahren noch nicht zu Ende ist. Okay. Und durch diese starke Streuung kommt es auch dadurch, dass insbesondere in dem Schauerkanal die Winkelauflösung dann deutlich schlechter ist als im Wasser. Hier kommt ein interessanter Hinweis, der dir helfen könnte.
jemand sagt, es gibt eine Möglichkeit, durch Mikrostrukturierung Fouling zu verhindern oder zu verkleinern. Wir haben jetzt für das Zukunftsprojekt, dann soll er mir mal einen Link dazu schicken. Wir haben ein Ingenieurteam, das daran arbeitet für das Zukunftsprojekt, für KM3Net. Wir sind ja, wie gesagt, erst 6 Linien im Wasser. Es wird daran, wir haben verschiedene Vorschläge getestet, sozusagen die Oberflächen dieser Glaskugeln zu imprägnieren mit irgendwelchen verschiedenen Produkten. Bisher hat nichts funktioniert. Aber vielleicht gibt es neue Entwicklungen, die wir noch nicht kennen. Wir sind da offen für alle Vorschläge, ja. Okay. Ja, der Hinweis kam von Herrn Frick. Vielleicht können Sie einfach nochmal eine E-Mail an die DPG Industriegespräche schicken, dann leiten wir das weiter. Nee, gerne. Ja. Wir sind uns war klar, dass das ein Problem sein wird. Und das wird ein größeres Problem sein für den neuen Detektor, wo ja die sozusagen wir auch Fotomultiplier haben, die nach oben schauen. Das heißt, da wäre es besonders wichtig, dass man da dort auch die Oberfläche sauber hält. Hier bittet jemand, ob du nochmal die Folie zeigen könntest, auf der die Elementarteilchen in ihrer Ordnung dargestellt sind. Da gibt es jetzt keine Frage dazu, ist mehr so das Interesse halber. Okay, kannst du ja mal stehen lassen. Okay. Historische Frage, warum ist das Projekt auf Hawaii eingestellt worden? Nun zunächst waren die Finanzgeber nicht überzeugt, dass die sofort das Know-how haben, dort einen Kubikkilometer-Detektor zu bauen. Das wurde also von vornherein abgelehnt. Es gab dann ein Prototyp-Projekt mit wenigen Linien. Aber erstmal ist im Pazifik offenbar die Dünung, also der Wellengang, deutlich stärker. Die mussten also immer Spezialboote mieten, die das ausgleichen können. Das war sehr teuer. Dann hatten sie mehrfach Probleme mit Haiverbiss. Also ihre Linien wurden von Haien zerbissen. Und nach etlichen solcher Probleme wurde dann die Finanzierung eingestellt. Okay. Insofern ist das Mittelmeer schon ein optimaler Platz, weil das ist ja ein Binnenmeer, ein relativ ruhiges, aber sehr tiefes Meer. In Sizilien ist es sogar noch tiefer als vor Toulon. Das sind 3500 Meter. Kommt man schon fast an die Tiefe von Hawaii ran. Aber trotzdem mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Viele Häfen, viel Industrie. Kurze Wege. Okay, Jan-Hendrik, wir kommen so langsam zum Abschluss. Wir werden sowieso nicht alles beantworten können, aber... Ich denke mal auch, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde auch Fragen gehabt. Ich danke sozusagen allen Beteiligten für die rege Teilnahme. Wir haben auch noch etliche Fragen offen. Aber erstmal vielen Dank an Herrn Brunner für den schönen Vortrag und auch für das geduldige Beantworten aller Fragen, die Sie gestellt haben, bekommen haben. Und wir bedanken uns eigentlich an alle Teilnehmer. Ja, das war ein schöner Vortrag, Jürgen. So hat einen sehr großen Bogen geschlagen und war verständlich dargeboten. Also nochmal, das hätte ich am Anfang nochmal sagen sollen, es kam auch mal die Frage auf, wie kommen denn Industriephysiker dazu, sich für Neutrinos zu interessieren? Ja, natürlich hat es keine praktische Bedeutung, dass wir jetzt Neutrinos industriell anwenden wollen. Aber ich meine, auch als Industriephysiker hat man ja immer noch intellektuelle Interessen und man will gedanklich elastisch bleiben. Und insofern war das ein schöner Blick über den Tellerrand hinaus. Und das hat also mich bestens unterhalten. Also es war sehr gut. Und wir hatten hier phasenweise, wie war das so, 320 Zuhörer. Das ist wirklich eine super Zahl. Danke. Okay. Also... Und um es nochmal zu sagen, der Vortrag ist jetzt aufgezeichnet worden. Der wird dann in Kürze auf dem DPG-YouTube-Kanal erscheinen und dann kann man es sich nochmal angucken. Also herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend noch.